Wow. Hallo. Hi. Musti, freut mich. Gut siehst du Lisa, aus. Dankeschön. Na? So, Na? jetzt sind wir da. Du bist hier. Ja. Wie witzig. Ich find's also echt super. Ich kenne dich. Ja? Ja, ich glaube, ich kenne dich. Du kommst aus Stuttgart. Stuttgart. Ja. Echt? Woher kennst du mich? Du machst, glaube ich, Veranstaltungen. Ja, das stimmt. Klein ist die Welt. Ich war gestern noch in Stuttgart Shisha rauchen und jetzt bin ich einfach hier. Schon krass, ja. Und du? Hi erstmal. Hallo. Hammer. Warst du eigentlich kurz davor zu gehen? Ja, ich habe gesagt, ich gehe. Hatte dann aber noch mal gute Gespräche mit den Eiländern und habe mir gedacht, warum soll ich mir die Chance nehmen und jemandem die Chance geben? Richtig gemacht. Ja, jetzt bin ich noch da. Jetzt bist du da. Jetzt hast du sogar Und zwei habe sogar Optionen. zwei Optionen. Du hast dich beworben, um was zu finden? Willst du es direkt hören, die Ja. komplette Wahrheit, um einfach dich kennenzulernen, ja. Okay. Wenn ich hier reingehe, dann nur quasi, ne, für dich, ansonsten habe ich hier nichts verloren. Oh, danke. Und du? Suchst du was Festes? Also mittlerweile bin ich 28 und ich denke, langsam wird es auch Zeit, dass ich mal wieder was Festes habe. Und ja, ich denke auch, dass du so ein Familienmensch bist, wo man sagen könnte, okay, das könnte vielleicht was werden. Ja, Melissa, wie findest du uns denn jetzt so vom ersten Eindruck? Was würdest du sagen? Sympathisch. Also Ja, mega sympathisch. schön. Ist schon mal gut zu hören. Definitiv. Dann auf die Zeit auf Island. Genau. Ja. Auf Melissa. Auf uns, denke ich. Genau, Und auf auf die euch. Rettung. Ich habe eine Nachricht. Jetzt kommt's. Melissa, zwei Jungs, eine Entscheidung. Welchen der beiden Verehrer willst du mit zurück in die Villa nehmen? Hashtag wähle weise, Hashtag zweite Chance. Also ich finde deine Einstellung mega schön. Du bist sehr sympathisch, du bist freundlich. Also man merkt, dass du einfach ein sehr herzlicher Mensch bist. Bei dir, du hast eine gute Grundeinstellung. Das Gesamte gefällt mir bei dir. Was ist meine Entscheidung jetzt mitteilen? Klar, sonst ist ja irgendwann die Sendung vorbei. Meine Entscheidung treffe ich einfach aus dem Grund, weil ich schon mal die Person gesehen habe und ich die Person interessant fand. Ich entscheide mich für Marcel. Und ich hoffe, dass ich es nicht bereue. Mann. Es ist alles gut, ne? Du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben. Darum geht's hier nicht. Es geht um die wahre Liebe. Ich hoffe, du findest sie. Ich hoffe, du fällst nicht nochmal auf die Schnauze. Mach das Beste draus. Ich wünsche dir alles Gute Ja, und. ich dir ebenfalls. Hat mich gefreut. Komm her. Musti, astreiner Typ. Auf YouTube Love Island abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen.